Mit dem Swiss-Tool fehlende Objekte finden können wir fehlende Objekte in unserem ArchiCAD-File anzeigen lassen. Fehlende Objekte in unseren ArchiCAD-Projekten treten auf, wenn beispielsweise der Bibliothekenpfad verschoben wurde. Wenn dabei Objekte aus dieser Bibliothek bereits in unserem Projekt platziert wurden, werden diese als fehlend angezeigt. Um fehlende Objekte zu finden, klicken wir auf den entsprechenden Button in der Swisstools PET-Palette. Befinden sich fehlende Objekte auf ausgeblendeten Ebenen, erscheint automatisch eine Meldung, in der wir entscheiden, ob die Ebene mit den fehlenden Objekten eingeblendet werden soll. Wir klicken auf Ebenen einblenden. Die fehlenden Objekte werden im Dialogfenster aufgelistet. Hinter der Objektbezeichnung ist die Anzahl der fehlenden Objekte zu erkennen. Mit dem Button Nächstes Element können Sie zum nächsten fehlenden Objekt in der Liste zoomen. Nun können wir entscheiden, was mit den fehlenden Objekten geschehen soll. Wir können diese durch ein anderes Objekt ersetzen oder löschen, wenn wir sie nicht mehr benötigen. Nutzen Sie das Swisstools fehlende Objekte finden, um Ihre Projekte zu bereinigen.